Der Vorarlberger Industrie mangelt es an geeigneten Fachkräften. Um dem künftig besser entgegenzuwirken, geht Heron seit einigen Jahren eigene Wege. Hier lädt man Volksschüler der 4. Klasse in die Heron Ideenfabrik nach Dornbirn ein, um ihnen Technik näher zu bringen. Also wir brauchen mehr Fachkräfte, wir haben zu wenig, das ist schon ein Grund. Und der andere ist, dass Technik einfach Spaß macht. Das ist ja total was Lässiges und auch total was Vielseitiges. Und Kinder, wenn sie kleiner sind, sind sie noch so begeisterungsfähig. Wenn die mal erst mit 14, 15 mit der Mittelschule fertig sind oder Gymi fertig sind, Schulpflicht beendet haben, dann ist das oft schon gelaufen, dass sie so mit dem Gefühl und mit der Begeisterung dabei sind. Und da haben wir gesagt, okay, dann könnten wir was machen mit 4. Klasse Volksschule. Da sind die noch mal ganz klein, aber doch noch so, dass sie so begeisterungsfähig sind. Und jetzt haben wir da vor ein paar Jahren, ich glaube, jetzt haben wir das 5. Jahr, wo wir das machen, haben wir angefangen, dass wir Volksschule angeschrieben oder angesprochen haben und direkt in die Schule gegangen sind und gefragt haben, welche Kinder Interesse haben zum bösen paar Nachmittag da sind und direkt technische Sachen machen. Gemeinsam mit den Lehrlingen bauen hier die Schüler an derzeit 3 Nachmittagen spielerisch technische Apparate für den eigenen Gebrauch. Die Kinder sind jetzt an 3 Nachmittagen für je 2 Stunden bei uns im Hause, oder? Unter anderem machen wir so tolle Sachen, als wenn wir da jetzt zum Beispiel hören, also eine Box, wo sie nachher den Anschlüsse können, ans Telefon ihre Musik abspielen lassen können, wo sie selber der Kleine am Fräsen sind, ein bisschen am Werkbank hinter am Schaffen sind und einfach auch handwerklich etwas tun müssen. Zu der Mane, das, was man immer brauchen kann, also ein Verlängerungskabel in der Werkstatt, überall, sage ich jetzt mal für den Haushalt, machen wir natürlich auch mit denen, wo sie immer Freude haben, zum Mitnehmen. Und natürlich ein bisschen eine Lötarbeit. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel haben, so eine bionische Uhr, wo sie nachher dann selber die Platine zusammen löten können. Das Angebot umfasst auch Grundkenntnisse in der Pneumatik und bei der Programmierung der Wegfindung von Robotern. Der Nachmittagskurs fordert sowohl Schüler als auch Lehrlinge. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Bis jetzt war am besten das Verlängerungskabel, das wir fertig gemacht haben. Und jetzt das Magnetband. Okay, mir hat am besten gefallen das Verlängerungskabel und das Rutscher. Also mir hat das Rutscher gefallen. Eigentlich auch das Spiel, das man macht, und das Verlängerungskabel. Es sind halt aber kleine Kinder. Man muss halt, du kannst jetzt nicht einer Sache erklären, wie wenn du einem Gleichaltrigen was erklärst. Da musst du immer bedenken, dass sie manches nicht so verstanden wie manche Ältere. Da muss man es ein bisschen leichter erklären. Aber ansonsten macht es ziemlich Spaß, mit einer zu arbeiten. Und sie sind auch also ziemlich interessiert und einer gefällt so, was sie da machen. Und das gefällt mir natürlich auch. Dann habe ich auch gut dabei. An dem Projekt Interessierte können sich auch von sich aus bei Heron melden. Bär hofft, mit dem Projekt nicht zuletzt auch Mädchen für die Sparte interessieren zu können. Also mal für jedes Kind, es soll losen, was es interessiert und was es gern macht. Man soll beruflich sich dort entwickeln, was um einfach taugt, wo man merkt, dass man Freude hat. Und zweitens, Technik macht Spaß, auch für Mädchen.